Rund um den Erdball füllt sie Konzerthäuser mit ihrer Stimme. Ihre internationale Beliebtheit ist sicher ein Echo auf ihre Einstellung zur Musik, mit der sie in erster Linie Liebe und Freundschaft übermitteln will. Millionen Renner, die sie in Deutschland hatte, wie zum Beispiel Weiße Rosen aus Athen, geben natürlich nur einen Bruchteil ihrer musikalischen Farben wieder. Das erlebt man ja öfter, nicht nur in Deutschland, dass die Stars ihrem Publikum nur einen Teil ihrer Fähigkeiten zeigen dürfen. Nana Mouskouri. Nana hat eine Platte gemacht, die Gospel heißt, und darauf ist auch ein Klassiker unter den Gospel-Songs. Sometimes I feel like a motherless child. Nana Mouskouri. Sometimes I feel like a motherless child, alone, come home.
Nana Mouskouri, wann wird man Sie wieder auf deutschen Bühnen erleben? Nächstes Jahr. Wir kommen bald zurück. Ja, im Februar und im März. Eine ganz große Tournee, 30 Konzerte und eine neue deutsche Schallplatte. Und was werden das für Lieder sein? Ich immer singe, war populär. Populäre Stücke aus dem internationalen Repertoire. Ja. Schön, da freuen wir uns drauf. Ja, liebes Publikum, denken Sie in den nächsten Wochen daran, es gibt nicht nur ein Leben vor dem Tod, sondern auch ein Weihnachten hinter dem Weihnachten, wie wir das so im Allgemeinen geschäftstüchtig abfackeln. Ja, und das